Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir mal einen Gast am Start und es ist Patrick von FIFA Active. Ja, moin moin. Und wir werden heute eine Challenge machen und zwar die Wer bin ich Challenge. Wir werden beide ein 15K-Set öffnen und da muss der jeweils andere den Spieler erraten. Und wenn man das sozusagen schafft, bekommt man vom Gegner den Bonucci sozusagen ausgezahlt, also 70k bekommt man dann vom Gegner ausbezahlt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und ja, dann würde ich eigentlich sagen, können wir gleich mal starten. Ja, du hast 15k drauf. Ja, und dann solltet ihr auf jeden Fall noch beim FIFA Active vorbeischauen. Also ich öffne jetzt schon das Pack. Beim FIFA Active solltet ihr vorbeischauen. Er macht auch coole Videos. Wir haben auch schon eine Folge bei ihm gedreht und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja. So, ich habe meinen Spieler. Ja. Dann frage ich zuerst, würde ich mal sagen, ne? Jo, als Gast. Spielt mein Spieler in Europa? Ja. Wenigstens einfach. Spielt mein Spieler in den Top 5 oder Portugal? Ja. Spielt mein Spieler in den Top 5? Ja. Spielt mein Spieler in England, Deutschland oder Spanien? Ja. Spielt mein Spieler in Deutschland oder England? Ja. Spielt mein Spieler in Deutschland? Ja. Ah, geil. Alter. Ist mein Spieler rare? Ja. Ich hasse es. Hat mein Spieler 79 oder höhere Bewertung? Ja. Spielt mein Spieler bei Bayern oder Dortmund? Nein. Alter, urleicht. Okay. Spielt dein Spieler in den Top 5? Ja. Ja. Spielt dein Spieler oder hat dein Spieler, nein, spielt dein Spieler in Barclays Premier League Serie A Deutschland? Ja. Ja. Also tut okay. Ja. Genau. Spielt dein Spieler in der Barclays Premier League oder in der Bundesliga? Ja. Spielt dein Spieler in der Bundesliga? Nein. Okay. Wir sind 50-50 Fragen wieder. Ja. Also, warte mal. Dann wäre es nur möglich, dass er bei Schalke oder Hamburg spielt? Ja. Ist mein Spieler ein Deutscher? Ja. Ist mein Spieler ein Defensivspieler, also Innenverteidiger oder Torwart? Ja. Ja, es ist 50-50 jetzt, ne? Alter, komm schon. Deine niedrige Bewertung hat, frage ich mal, ist es Höwedes? Nein. Okay, dann weiß ich, wer es ist. Obwohl, nee, gar nicht. Gut, ist dein Spieler, also er ist in der Barclays Premier League, gut. Ist dein Spieler ein Feldspieler? Ja. Ist dein Spieler höher bewertet als... Bitte? Als 80 oder ja. Ja oder nein? Ja, du hast gerade ein bisschen geleckt, aber ja der hat 80 oder höher. Okay. Spielt ein Spieler bei Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool oder Man United? No. Na. Ist mein Spieler ein Torwart? Ja. Ist mein Spieler Adler? Nein. Ah, dann weiß ich, wer es ist. Nur ich wusste nicht, ob der 79 Punkte hat. Jetzt muss ich es schaffen, ne? Genau. Okay. Ist ein Spieler rare? Habe ich das schon? Ja, ist rare. Okay. Weil ich das schon mal hatte. Gut, lass mich kurz mal überlegen noch. So, der Spieler ist höher als 80. Spielt ein Spieler bei Everton oder Tottenham? Ja. Oh. Uiuiui. Lass mal anschauen. Ich könnte sowas von raten, aber es wäre halt... sehr riskant. So eine Chance von 1 zu 40 oder so, obwohl na gut. Weil... Warte, spielt dein Spieler, ich will nichts Falsches sagen. Kannst du die 50-50 Frage versuchen? Ob etwas oder was? Ich frage, hat dein Spieler eine Special-Karte? Oder mehrere? Was meinst du mit Special-Karte? Inform, Team of the Season und so weiter. Boah, warte mal, ich glaube schon, müsste er haben. Okay. Ist dein Spieler höher bewertet als 82? Nein! Nein! Ich bin, oh. Also du bist Fährmann, ne? Ja. Shit. Ah, mein Spieler spielt bei Everton und der Stürmer. Bei Everton, Eto'o? Nein, 80er Wertung. 80er? Hab noch ein Chelsea-Trikot auf seinem Bild an. Ah, Lukaku? Genau. Okay. Okay, kannst du auch nichts mehr verkaufen. Ja, scheiße, ne? Gut. Dann bekommt der Patrick von FIFA Active eben seine 70k ungefähr. 80k können wir auch machen.
Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen könntet. Schaut auf jeden Fall beim Patrick von FIFA Active vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, dann würde ich eigentlich schon sagen, lassen wir ihm das letzte Wort. Aber ich verabschiede mich schon und sage wie immer, ciao Leute, FIFA All Stars. Tschüss. Das schneide ich sicher rein. Beste Ende.